Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Rumpelstilzchen. Also, Rumpelstilzchen. Es gibt einen Müller. Ein Müller ist eine Person, die in einer Mühle arbeitet. Arbeitet in einer Mühle. Und es gibt einen Müller, einen armen Müller. Arm heißt, er hat nicht viel Geld. Er ist arm. Und der Müller, der soll zum König gehen. Der Müller geht zum König. Der König will mit dem Müller sprechen. Und der Müller im Gespräch, da will der Müller den König beeindrucken. Ja, der Müller will den König, wow, beeindrucken. Er will ihn beeindrucken. Und deswegen sagt der Müller, ich habe eine Tochter. Ich habe eine Tochter und diese Tochter, die ist besonders. Die kann etwas Besonderes machen. Die kann aus Stroh Gold machen. Ja, sie kann aus Stroh Gold machen. Sie kann aus Stroh Gold spinnen. Spinnen. Spinnen mit einem Spinnrad. Mit einem Spinnrad, ja. Wenn sie das Stroh spinnt, dann wird das Stroh zu Gold. Und der König, der ist beeindruckt. Der ist beeindruckt und er sagt, bring deine Tochter zu mir. Deine Tochter soll zu mir kommen. Sie soll für mich Gold machen aus Stroh. Ups. Die Müllers Tochter geht also ins Schloss. Im Schloss, wo der König wohnt. Sie geht ins Schloss und der König bringt die Tochter in eine Kammer. In eine Kammer. Ja, eine Kammer ist wie ein Raum. Ja, ein Raum wie dieser. Das ist ein Raum. Und er bringt die Müllers Tochter in eine Kammer. Und in der Kammer, da ist so viel Stroh. Ganz, ganz viel Stroh. Überall Stroh. Und der König sagt, wenn du leben willst, wenn du nicht sterben willst, dann musst du das ganze Stroh in Gold verwandeln, ja? Morgen früh, da soll das ganze Stroh Gold sein. Wenn du das nicht machst, dann stirbst du. Die Tochter geht also in die Kammer und der König, der schließt sie ein und der König geht weg. Und die Tochter, die sitzt in der Kammer und sie weiß nicht, was sie machen soll. Ich kann kein Gold aus Stroh machen. Und die Tochter fängt an zu weinen. Sie weint. Und dann kommt auf einmal
kommt ein kleines Männchen. Ja, ein kleiner Mann, ein Männchen. Ein kleines Männchen ist da. Und das kleine Männchen fragt, was weinst du denn so? Warum weinst du so? Was ist los? Ach, weißt du, kleines Männchen, ich soll das ganze Stroh in Gold spinnen, aber ich weiß nicht wie. Und wenn ich das nicht mache, dann tötet mich der König. Und das kleine Männchen sagt, was gibst du mir, wenn ich das Stroh in Gold spinne? Und die Tochter hat ein Halsband an und sie sagt, hier, das gebe ich dir. Und das kleine Männchen nimmt das Halsband und dann spinnt er. Schnurr, schnurr, schnurr. Er spinnt das ganze Stroh zu Gold. Am nächsten Morgen kommt der König und er sieht das Gold. Er ist beeindruckt. Aber jetzt ist der König noch gieriger. Er ist gierig. Er will mehr Gold. Er ist gierig. Und er bringt die Müllerstochter in eine noch größere Kammer. Und in der Kammer ist natürlich noch mehr Stroh. Stroh, das die Tochter zu Gold spinnen soll. Oh nein, der König sagt, wenn du nicht sterben willst, dann musst du das Stroh zu Gold spinnen. Das ganze Stroh. Die Tochter, die fängt wieder an zu weinen. Aber da kommt das kleine Männchen wieder. Das kleine Männchen. Und das Männchen fragt, was gibst du mir, wenn ich das Stroh zu Gold spinne für dich? Und die Tochter sagt, ich habe einen Ring. Ich habe einen Ring. Hier, bitte. Das Männchen nimmt den Ring und schnurr, schnurr, schnurr. Er spinnt das ganze Stroh zu Gold. Am nächsten Morgen kommt der König. Der König kommt und er freut sich. Ah, so viel Gold. Er freut sich, aber er will noch mehr. Er will noch mehr Gold. Und er bringt die Tochter in eine noch größere Kammer. Und auch diese Kammer ist voll mit Stroh. Und der König sagt, du sollst das ganze Stroh zu Gold spinnen. Wenn du das machst, dann wirst du meine Frau. Du wirst meine Frau, dann heiraten wir. Wir heiraten, ja? Dam, dam, da, dam. Ja. Der König denkt, ja, ich weiß, es ist nur eine Müllerstochter. Ja, keine Prinzessin, nur eine Müllerstochter. Aber diese Frau ist reich. Ja, sie kann Gold machen. Sie kann mich reich machen. Reich heißt viel, viel Geld. Geld
haben. Ja? Arm, kein Geld. Reich, viel Geld. Und als der König weggeht und die Tochter allein ist, da kommt wieder das kleine Männchen. Und das Männchen fragt, was gibst du mir diesmal, wenn ich das ganze Stroh zu Gold spinne? Und die Tochter sagt, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr, das ich dir geben kann. Und das Männchen sagt, okay, dann musst du mir versprechen, dass ich dein Kind bekomme. Ja, wenn du den König heiratest, dann bekomme ich dein erstes Kind, ja, dein erstes Baby. Und die Tochter, die weiß nicht, was sie machen soll, und sie sagt, okay, ich verspreche es dir. Dam, dam, da, dam. Der König und die Tochter heiraten. Ja, die sind jetzt verheiratet. Und ein Jahr später, da bekommt die Königin ein Kind. Ja, sie bekommt ein Baby. Die Königin hat das kleine Männchen, das Männchen, vergessen. Aber als die Königin ihr Baby bekommt, da kommt das Männchen zurück. Das Männchen kommt zurück und es sagt, jetzt gib mir, was du mir versprochen hast, gib mir dein Kind. Und die Königin erschrickt und sie sagt, nicht mein Kind, aber wir haben Schätze. Du kannst all unsere Schätze haben, aber nicht mein Kind. Aber das Männchen sagt, nee, ich will keine Schätze, ich will lieber etwas Lebendiges. Lebendig, tot. Lebendig, tot. Und das Männchen sagt, ich will etwas Lebendes, etwas Lebendiges. Die Königin fängt an zu weinen. Oh, nicht mein Kind. Und das Männchen bekommt Mitleid. Ja, Mitleid. Oh, arme Königin. Es bekommt Mitleid. Wirklich? Und das Männchen sagt, okay, ich gebe dir drei Tage, um meinen Namen herauszufinden. Du sollst meinen Namen erraten. Ja, erraten, Daniel, Tobi, Michael, ja, erraten. 3 Tage hast du Zeit. Wenn du meinen Namen erraten kannst, dann kannst du dein Kind, dein Baby behalten. Wenn nicht, dann gehört dein Kind mir. Die Königin, die schreibt alle Namen auf, die sie kennt. Und sie hat einen Diener
Und der Diener, der soll weggehen, der soll weggehen und alle Namen aufschreiben von den Leuten. Von den Leuten, von allen Leuten soll der Diener die Namen aufschreiben. Alle Namen, die er finden kann. Am nächsten Abend kommt das kleine Männchen zurück. Und das Männchen sagt, na, kennst du meinen Namen? Und die Königin liest alle Namen vor. Sie hat eine Liste und sie liest alle Namen vor. Klaus, Peter, Hans. Aber keine Namen auf der Liste sind richtig. Nein, sie sind alle falsch. Die Königin sagt zu ihrem Diener, geh nochmal los und suche mehr Namen. Auch die komischen, ja, komische Namen, alle Namen. Am nächsten Abend kommt das Männchen zurück zur Königin und sagt, na, kennst du meinen Namen? Die Königin liest vor. Heißt du vielleicht Rippenbiest? Nein, Hammelswade? Schnürbein? Aber keine Namen auf der Liste waren richtig. Alle waren falsch. Die Königin sagt zum Diener, geh nochmal los und suche mehr Namen. Und der Diener, der geht wieder los. Und als der Diener zurückkommt, der Diener kommt zurück und sagt zur Königin, tut mir leid, ich habe keine neuen Namen, aber ich habe etwas gesehen, etwas Komisches habe ich gesehen. Ich bin zu ein kleines Häuschen, ja, ein kleines Haus ist ein Häuschen. Ich bin zu einem kleinen Häuschen gekommen und da war ein kleines Männchen. Und dieses kleine Männchen ist um ein Feuer gesprungen. Das Männchen, das hat gesagt, heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Am nächsten Abend kommt das Männchen zurück zur Königin und sagt, na, Frau Königin, wie heiße ich? Heißt du Kunz? Nein. Heißt du Heinz? Nein. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Was? Wie kannst du das wissen? Das hat dir der Teufel gesagt. Ja, der Teufel. Das ist der Teufel. Das hat dir der Teufel gesagt. Rumpelstilzchen ist wütend und vor Wut stampft er mit dem rechten Fuß. Er stampft mit dem rechten Fuß auf und dann nimmt er seinen linken
seinen linken Fuß und dann reißt sich entzwei, in zwei Hälften. Ja, so. Ja, eine Hälfte, zweite Hälfte. Er reißt sich in zwei Hälften. Vor Wut. Ja, Rumpelstilzchen ist tot und die Königin kann ihr Baby behalten. Was denkt ihr von dieser Geschichte? Schreibt es unten in die Kommentare. Drückt gefällt mir, wenn euch diese Geschichte gefallen hat und natürlich abonniert. Alles klar. Tschüss.